Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen CreepTD TV Channel auf YouTube. Hier wollen wir euch das Spiel ein bisschen näher bringen, Tutorials für Neueinsteiger machen und im weiteren Verlauf auch ja, fortgeschrittene Videos machen und euch Tipps und Tricks zum Spiel verraten. Ja, ich bin der Holzjahr 90 und ich habe diese Seite mit Trollflash und Rambo 196 eröffnet. Ja, ich befinde mich hier auf der Startseite von CreepTD, habe mir einen Account erstellt und logge mich jetzt erstmal ein. So, hier sieht man die Lobby des Spiels. Ganz oben links mit der Überschrift Wähle deine Mission sind alle offenen Spiele. Die sind grün gekennzeichnet. Ein gelbes Symbol bedeutet, dass man diesem Spiel nur zuschauen kann und nicht selber spielen kann, wie hier zu sehen. Und ein rotes Symbol sind Spiele, die bereits gestartet wurden und man diese somit gar nicht mehr, diesen somit gar nicht mehr beitreten kann. Ja, auf der rechten Seite haben wir alle Spieler, die online sind. Oben befinden sich die Spieler, die sich in der Lobby befinden. Und grau unterlegt sind die Spieler, die im Spiel drin sind, also irgendwas spielen. Wenn man mit der linken Maustaste über einen Spieler drüber wischt, sieht man seine XP-Punkte und seinen Skill. XP gibt in der Regel an, wie lange der Spieler das Spiel schon spielt, und Skill zeigt generell die Stärke des Spielers an. So, unten links auf dem Startbildschirm haben wir noch den öffentlichen Chat. Hier kann jeder etwas reinschreiben und es wird von allen Spielern, die sich gerade nicht in einem Spiel befinden, gelesen. Private Nachrichten gibt es auch noch, indem man einen Spieler mit links anklickt. Dann erscheint unten Slash M mit dem Namen und man kann ja einen beliebigen Text eingeben. So, das war es erstmal vom Grundaufbau dieser Lobby. In der Mitte ist noch ein sehr wichtiger Button, Spiel erstellen, und das machen wir jetzt auch erstmal. So, jetzt sind wir im Spiel erstellen Bereich. Oben links der Spielname ist erstmal nicht so wichtig. Dann kann man sich hier die Map auswählen. Hier hat man eine große Auswahl an Maps, die man oben filtern kann nach Längen von sehr kurz bis sehr lang oder auch Größen. Ja, und dann nehmen wir eine für den Start sehr geeignete Map und sehr beliebte Map. Richtungswechsel. Da diese Map sehr lang ist und ja, man einen geeigneten Punkt hat, um sich zu verteidigen. So, nun kann man zwischen mehreren Modi auswählen, die wir in späteren Videos noch erklären. Wir fangen nun erstmal für die grundlegenden Dinge an mit einem Jeder gegen jeden für zwei Spieler, also einem 1 gegen 1. Hier kann man eine Skillgrenze noch einstellen. Ich mache jetzt einmal 0 bis 3000, bedeutet, dass jeder Spieler beitreten kann. Erlaube Pausen pro Spieler und erlaube Zuschauer mache ich auch an. Und Passwort lasse ich jetzt mal drauf. So, klicke auf Erstellen. Und jetzt ist das Spiel geöffnet. Jo, während ich warte, erzähle ich euch kurz, worum es bei CreepTD überhaupt im Allgemeinen geht. Also es ist halt eine Mischung aus Tower Defense und Anti-Tower Defense. Das bedeutet, man sendet dem Gegner, gegen den man spielt, sogenannte Creeps rein, also ja, Objekte, die er verteidigen muss. Und man hat aber selber eine Map vor sich mit 20 Leben und muss natürlich selber die Creeps, die der Gegner sendet, auch verteidigen. Ja, wer zuletzt noch mehr als 0 Leben hat, der gewinnt. Das ist so das Grundprinzip. Und ja, das Spiel ist rundenbasierend. Das heißt, eine Runde geht 15 Sekunden. Und in jeder Runde bekommt man sogenanntes Income. Dafür kann man ja, dann die Creeps senden. Und indem man die Creeps sendet, erhöht man das Income. Aber das werden wir gleich im Spiel noch sehen. Ja, und hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Rambo 196 und ich möchte euch jetzt nochmal kurz die
Spieloberfläche erklären. Ja, wir spielen jetzt den Richtungswechsel kurz an. Hier seht ihr mein Spielfeld mit dem markanten Fahrtverlauf. Unten links kommen die Creeps rein, gehen dann hier entlang bis zur Uhr. Das ist eine Besonderheit an der Map. Da bleiben die kurz stehen und dann gehen sie oben rechts raus. Man startet hier mit 400 Credits und 200 Income. Für jeden Creep, den man sendet, bekommt man hier 10% Income hinzu. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe drei weiße gesendet und ein grün. Das Income bekommt man dann alle 15 Sekunden. Eine Runde geht immer 15 Sekunden. Jetzt am Ende sende ich nochmal zwei Novas. So bekomme ich hier 25 Income hinzu. Da die 250 kosten. Ja. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, hier ist das Fenster der Creeps, die man senden kann. Hier sind die Türme zum Bauen. Ja. Hier sind die Leben angezeigt bei jedem Spieler. Jeder hat 20 Leben zu Beginn und Ziel des Spiels ist es quasi, dieser mit Senden von vielen und starken Creeps zu ziehen. Wenn man quasi alle Gegner auf 0 Leben gebracht hat, hat man gewonnen. Hier ist halt auf dieser Map quasi, sollte man die Hauptverteidigung bauen. Da. Ja, man sieht jetzt schon, es gibt verschiedene Türme dazu im nächsten Video. Noch einiges mehr. Auch Turmeinstellungen sind sehr wichtig und so weiter. Ja. Man sieht jetzt gleich, bei meinem Gegner gehen hier die Creeps durch, da er gar nichts gebaut hat. In dem Spiel ist es das so, dass die, die durchgehen, vorne wieder reinkommen. Das sieht man jetzt auch, die Leben gehen runter und vorne kommen die Creeps wieder rein. Ja, wichtig ist, dass man gerade auf langen Maps nicht zu viel unnötig spart, denn das ist income-schädigend und das lohnt sich wirklich nur, wenn man ab und zu mal was Starkes senden will. Das ist auch eine gute Taktik. Mal eine Runde sparen oder höchstens zwei ist auch von der Länge der Map abhängig. Je kürzer, desto mehr lohnt sich das Sparen. Ja, das war unser kleines Intro zu dem Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video. Creep on!